Komm hier hoch jetzt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wie bist du da hochgeklettert? Komm hierher. Nee. Waren wir hier nicht schon? Du hast gesagt, wir müssen irgendwo nach oben. Ach Gott, das ist wieder so eine scheiß Umgebungsaufgabe. Wir müssen alles selber absuchen. Von dem runden Hügel rutscht man runter. Du läufst in die falsche Richtung. Das ist auf einem anderen Gebäude. Nee, ich bin schon richtig, weil hier hinten sind nämlich auch Geschütze wieder. Eins hat mich im Visier gehabt. Oh, dass der Granaten so weit schmeißen kann. Zwei Geschütze. Warte. Ja, zwei Geschütze. Wäre schön, wenn du dein Türmchen rausholst. Ja, das. Kommt vielleicht mal gut. Okay, du kümmerst dich um den Chef. Das ist das einzige Klasse, die mit Schilde schießen kann. Das ist Geschützturm. Ey, Bloodwing, hör auf dich da rein zu glitschen. Du musst auf den Schild warten. Boom, Baby. Ziel getroffen. Also ich weiß, dass es hier teilweise so still ist, hat irgendwie was von Amnesia. Schild lade ich auf. Dankeschön. Schild ist down. Es lädt. Ich will, dass es lädt. Da. Hat mich jetzt erwischt. Der Geschützturm möglicherweise. Nein. Okay, hier laufen aber noch ein paar Assis rum. Oh. Ich weiß, was mich erwischt hat. Dankeschön. Hinter dir. Einfach raus. Geschützturm versus Geschützturm. Wer gewinnt? Geschützturm. Obwohl es gibt einen Kampf, der deutlich epischer wäre. Und zwar? Sandsack versus Kumpel Kubus. Der Sandsack versus den Companion Cube, falls du noch weißt, was das ist. Ja. Auf die Beine, Soldat. Ich wünschte, ich hätte eine Waffe, die durch Köpfe durchschießen könnte. Mein Gott, nee.
Du willst es echt, oder? Es wäre sehr schön, würdest du jetzt... Das sieht ja halt eine Menge aus. Ist ja auch ein kleiner Harter. Wo stehst du, wo stehst du, wo stehst du, wo stehst du, da stehst du. Schon geschafft. Na, noch nicht ganz. Also ich bin schon wieder am Leben. Ja, aber der da hinten macht noch Probleme. Was war das jetzt? Eine Granate. Oh Gott. Damit werfen die auch um. Schild. Ich hoffe, das zieht genug ab. Ja, offenbar. Treffe noch mal. Ist das Geschütz da oben auch Platz? Ja. Was zum... Es sind immer zwei, die auf mich schießen. Oh, erwischt. Alter. Langsam reicht es. Von irgendwo schießt noch einer. Ja, vom Dach aus. Ein Ingenieur. Bloodwing. Brauche ich nicht. So, jetzt können wir hier weg und wir nah an einen anderen Ort rein. Uns fehlen immer noch Schlüssel und noch der Schrottplatz zum Löschen. Naja, vom Schrottplatz weiß ich, da wollte ich ja auch hindeuten. Achso, jo, dann. Warte mal. Da hinten qualmt's. Krass, also sind die Rauch, also sind die Rauchsäulen, die ich im Himmel sehe, echt kein Fake, ja? Oder? Ja, ja, das, das, ich sehe es. Da ist es. Wo ich den Ort hier besser finde als New Haven. Von wegen Elite, ja. Ja, hier. Sind wir richtig. War was? Zwei kritische Schüsse und der war weg. Müssen die mal Schulterpanzer haben? Ich schieße da ständig gegen. Ja, die scheinen Schulterpanzer zu haben. Heilung? Chef? Danke.
sind wir jetzt wieder ein bisschen hineingeraten, ne? Welcher Bastard hat mich jetzt schon wieder abgeschossen? Ja, einer, den ich glaube ich sehe. Ja, klasse, jetzt bist du auch noch abgepasst. Oh cool, du spawnst direkt hinter dem Typen, den ich abknallen wollte. Aber wirklich direkt. Ja, aber lass uns lieber erstmal zu der Rauchwolke gehen. Ich glaube, ohne die Typen loszuwerden, schaffen wir das nicht. Na komm, Rauchsäule, ha? Hm? Ne, wenn wir hier in Old Haven fertig sind, ne, dann Feierabend. Ein Schlüssel müssen wir noch holen und ouch. Hat das Ding eine langsame Feuerrate? Hey, doch nicht, ey. Iridian Lightning. Kannst du nehmen, wenn du willst. Das ist eine Energiewaffe. Und die ist in allem besser, was dieses Sniper hat. Aber ich werde die andere Sniper dafür ersetzen. Auch wenn das Ding hier echt komisch aussieht. Läuft auch immer vor. Oh, cooles Visier. Iridianische Waffen scheinen aus mehr oder weniger organischem Material gemacht worden zu sein. Ja. Es kommt zumindest so rüber, ne? Ja. Aha. Ich nehme dich mal als Deckung. Das ist ein Dank. Muss ich mal verpissen. Was hat mich da von der Seite weggestoßen? Was? Ich suche lieber gar nicht erst nach dem Grund. Wow! Dank. Auf die Beine, Soldat. Schwerer Treffer. Schwerer Treffer. Ja, genau. Ja, schön. Das war Pistolero, natürlich, aber. Na dann los. Vor zum Eingang wieder. Abmarsch! Dann öffnen wir den Tresor. Die werden umgenäht! Na los, lad mich voll auf, Geschütz. Gut, und weiter. Okay, diese Musik verheißt nichts Gutes. Oder auch nicht. Das ist bloß, weil wir jetzt gekämpft haben gerade. Und weil noch Gegner da sind, geht das halt immer noch weiter. Ich werde zu alt dafür. So.
Hier ist ja, ja, hier ist ja fast nichts. So. Dieser Restschlüssel öffnet den Tresor. Darin befindet sich eine Karte. Auf der Karte ist eine Stelle im Dal Headland markiert. Dort scheint etwas verborgen zu sein. Das X markiert die Stelle. Ja, ja. Dazu müssten wir wieder nach Dal Headland. Das würde in dieser Aufnahme aber nicht mehr passieren. Jo. Wir gehen nur noch nach New Haven und geben die andere Nebenquest ab, oder? Genau. Rauchsignale löschen. Ja, wir auch das erledigt hatten. Oh, hier gibt's wieder die Schnellreise. Gott sei Dank. Es wäre schon ziemlich ätzend, ständig durch die Gebiete zu rennen, als würde man eigentlich nur durch einen riesigen Dungeon laufen. Ja. Es wäre zu umständlich. Einfach zu umständlich. Okay, blöde Kuh. Rauchsignale löschen. Darum fällt es mir schwer, yeah. Glückwunsch zu Level 30. Dankeschön. Danke, hier ist die Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Nett. Danke, hier ist die versprochene Belohnung. Ich habe übrigens Steel kontaktiert. Ohne deinen Namen zu erwähnen, habe ich ihr mitgeteilt, dass ein Einwohner von New Haven die Einwohner von New Haven angegriffen wurden. Sie sagte, ihre Männer hätten auf eigene Faust gehandelt. Von wegen. Ich weiß, sie New Haven genau wie Sanctuary nur zu einem weiteren Anhängsel von Crimson Lance machen will. Aber das werden wir ja sehen. Gut, wir haben noch Überprüfung und Reaktivierung der Funkstationen am Laufen. Aber auch das werden wir sehr wahrscheinlich als nächstes Mal machen. Ja. Ich werde zuerst mal Surt folgen, der sich ja schon wieder zu einem Automaten verkrümmelt hat. Ja, bisschen Zeug verkaufen. Ja, ich werde dabei mal meinen Skillpunkt verteilen. Jo, mach das. Und hab 20% Schaden auf Sniper-Rifle-Angriffe drauf. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt mal wieder mit Let's Play Together Borderlands. Bis zum nächsten Mal.